Wo willst du hin? Du bist wie eine wandelnde Leiche mit einer Kippe im Back. Alter, hast du Rasen mitgebracht? Hast du Rasen hier? Hast du den Rasen mitgebracht? Wollen wir beide ein bisschen Rasen sehen? Ich will den die stellen mit den neuen, mit den anderen. Wir beide schön ein bisschen Rasen. Ja, hast du gesoffen gestern oder wie? So siehst du aus. Was macht ihr da, Udo? André und ich versuchen jetzt gerade eine Sahnetorte vorzubereiten, weil wir heute Abend Gäste haben. Was kannst du blöd fragen? Das ist ein Kunststreu drin. Und wir machen es. Und der Schmutz, der muss sauber gemacht werden, weil wir gleich Kunststreuen wollen. Erstmal wird der Platz abgehakt, denn Kunst wird nicht gestreut, wenn er voller Eicheln und Blätter liegt. Ey, weißt du was, Professor? Geh hin, mach das Ding auf und hak! Das wusste ich. Oh, bitte, jetzt ist gut. Na, ich wollte was sagen. Wenn Blätter und Eicheln auf dem Rasen liegen und du fährst da drüber und düngst den, ich habe gerade gespuckt beim Reden, das macht aber nichts, weil du hier irgendwie irgendwas mit ekelhaft machst. Auf jeden Fall müssen die Blätter und Eicheln vom Platz runter, weil sonst kann der Dünger doch nicht auf den Platz kommen. Ich weiß gar nicht, warum du da noch hier stehst. Wieso hast du denn eine Wasserflasche mit? Etzi, warum hast du jetzt eine Wasserflasche in der Hand? Udo, erzähl den Leuten, was wir heute machen. Das weiß ich doch nicht. Irgendeinen Blödsinn hast du dir wieder ausgedacht. Dann komm runter, du Prinzessin. Du bist doch die Mimose. Udo hat jetzt eine Augenbinde um, dass er nichts sieht. Mir hat keine Lust auf so einen Quatsch. Ach Udo, das wird doch lustig. Augenbinde ab, Überraschung. Eine Rittermannschaft auf dem Sportplatz. Also jetzt drehst du komplett durch. Aber Udo, die müssen doch trainieren. Aber nicht auf dem Sportplatz! Da bekomme ich schon wieder Ärger von Vorstand! Ich dachte, du magst Ritter! Mir mag Cowboys! John Wayne, aber keine Ritter! Was ist das? Ritter! Ja, Ritter! Ich dachte, du hast doch noch einen anderen Namen, Alter! Alle Gäule sind mit dir weggegangen! Und der steht auch noch dazwischen! Jetzt hört auf! Stopp! Ey, die Plätze gehen kaputt, die Zelte machen die und nimm Luft weg! Ich dachte, du freust dich über Ritter. Ja, freu mich über Ritter! Blick, Dinger! Da liegen zwei! Ja! Mir soll das nicht wundern, dass du hier auf dem Chef in Ich dachte, du freust dich über Ritter! Ja, aber im Fernsehen, aber nicht auf dem Fußballplatz! Du bist so ein hohles. Also, so was hab ich. Udo! Nee, wirklich. Guck mal, was ich mir für eine Mühe gegeben habe. Ja, du, deine Mühe, die nächsten Alien, oder was? Wo soll die denn wegkriegen? Ja, du wirst das schaffen!